Ja, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft in Klammer Together. Und wieso in Klammer? Ich bin heute nur alleine hier am Start. Spiel offline, und zwar ist das ein bisschen erklärbar Part, würde ich mal sagen. Man könnte es so nennen. Ich komme mir immer vor, als würde ich sneaken. Das kommt mir immer so vor, als wäre ich klein. Nee, ja. Und zwar möchte ich euch zuerst erklären, ich hoffe, man hört in der Gegend, erklären, wie ich denn aufnehme. Ja, die meisten wissen, ich werde jetzt eine Zeichnung anfertigen, dass ich mit einer Elgato Game Capture HD aufnehme. Es gibt ja auch die Game Capture HD S oder so, oder 60S, wo 60 Frames per Second, also 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Ich habe leider nur die Standardversion, wo ich nur in 1080p 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Ich werde mir irgendwann mal eine neue kaufen. Also, ja. Also, die ist ja angeschlossen an der PlayStation 3. Genau. Und ja, die ist dann an meinen Monitor angeschlossen, so, also über HDMI, Game Capture, also auch den Zwischenadapter und so, was man mitbekommt, oder Skelett, seht ihr jetzt eventuell nicht, ich blende es kurz ein. Genau, ich gehe kurz in mein Haus, und die Game Capture hat noch ein USB-Kabel, und das ist an meinen PC angeschlossen, oder Tür offen gelassen. Und dort habe ich ein Programm, mit dem nehme ich auf, da höre ich alles, oder dort nimmt es alles auf, was hier in Minecraft gehört wird. Also, wenn jemand hier im Chat redet, beispielsweise, wird das über das aufgenommen. Dann, dass ich aber selber Musik höre, habe ich nicht, wie normal die meisten, über ihre Boxen oder so die Musik laufen, sondern habe ich ein Kabel, welches zu einer externen Grafikkarte führt, also so etwas in der Art, und dort Eingang, also ein Audiokabel mit dem Eingang verbunden, und dass ich das aber wirklich höre, habe ich hier QuickTime laufen auf meinem Mac. Und man kann dort einstellen, dass man es hört. Muss ich halt die Lautstärke so machen. Verschieden machen. Und ich habe ein Headset an. Ja. Und mit dem Headset, das ist das, was ihr hier bei der Aufnahme hört. Aber dass auch die Leute mich jetzt hören, habe ich entweder ein Mikrofon oder ein anderes Headset noch an. Ja, das klingt jetzt komisch. Das Problem ist beim Mikrofon, also für mich ist es einfacher, mit den Leuten zu reden, also voran angenehmer. Das Problem ist, ich kann unter Peripheriegeräte da leider die Empfindlichkeit nicht einstellen, also unter der PS3. Beim anderen ist, ich habe hier so ein Headset, das ist nur ein Ohrmuschel, also auf der rechten Seite, und das ist über Bluetooth verbunden mit der PS3. Das hält etwa 4 Stunden der Akku. Ja. Und das lege ich mir zuerst an und dann noch das andere Headset. Ist sehr unbequem, je nachdem, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Aber dann habe ich so auf dem rechten Ohr immer so einen Druck, weil das Headset, wo ich jetzt anhabe, also die Ohrmuscheln, sind schon sehr eng, könnte man sagen. Und es drückt halt dann noch mehr, weil ich das Ding anhabe. Dafür höre ich auf der rechten Seite nicht so sehr viel. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich das Ganze aufnehme. Was wir hier noch in diesem Part machen wollen, ist Folgendes. Und zwar, jetzt sehen wir wieder, das ist mein Haus. Ah ja, hier ist mein Wolf draußen, egal.
Da steht auch Umlaufstraße 24B und hier mein PSN-Namen. Genau. Hier sind meine Truhen. Hier habe ich mal Bilderrahmen gemacht. Ich kann euch zeigen. Hier ist Stein. Hier ist einfach alle Nahrung. Die haben wir schon mal gesehen. Hier einfach das Holz. Hier die Truhe hatte mal Erde drin. Die ist leer. Die könnt ihr füllen auch wieder. Also die Leute. Hier ist einfach alles Mögliche drin. Eigentlich ein wertvolles. Mal kurz sortieren. Ja, und mir ist... Oh, das ist Wolle. Okay. Mir ist aufgefallen, in einem Part, also in Part 2, ich habe jetzt nur bis Part 2 gemacht, ich weiß auch gar nicht, welcher Part das ist, habe ich hier aus Versehen Holz hineingetan. Und ich habe mich aufgeregt, wieso ist da Holz drin? Und ja, hier sind meine drei Öfen, hier gibt es einfach irgendwie alle komischen Dinge. Ja, so, zweiter Bereich. Hier gibt es mein Bett, das bohre ich wieder, wenn ich sterbe. Dann hat es hier, oh, sogar eine Leine drin. Hier hat es mal ein zweites Bett gehabt für Feuerkind. Genau. Und ich hoffe, hier gibt es kein Schild. Gut. Wer auch immer hier eine Werkbank hingemacht hat, das war sicher Feuerkind, weil er möchte gerne bei mir im Dachboden einziehen. Und ich habe ihm gesagt, nee. Ich habe dir ein Haus gebaut, oder wir haben dir extra ein Haus gebaut hier drüben. Und du willst bei uns einziehen oder bei mir einziehen, das geht gar nicht. Und was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist hier der Keller. Und was versteckt sich hier? Also hier habe ich mal, wie hieß es? Nether. Einfach das Zeug aus dem Nether hineingetan. Hier, wie gesagt, habe ich... Mystico gesagt, er kann hier einfach Steine hinpacken, wenn seine Truhe dann voll ist. Hier gibt es Zuckerrohr und hier sind einfach die anderen Dinge wie Weizen. Ja, das ist eigentlich die erste Truhe, aber weil die voll war, habe ich das Weizen dahin getan. Hier habe ich schon erklärt, hier ist... Oh, du kannst eigentlich stehen bleiben. Hier ist mein Garten. Hier habe ich abgebaut noch, weil ich dachte, vielleicht leckt es dann weniger. Aber daran liegt es gar nicht. Und hier hat es auch noch Zuckerrohr irgendwo gehabt. So, habe ich abgebaut. Oh, da sieht man noch ein paar Bäume, die nicht richtig abgeholzt wurden. Und das hier ist Feuerkinds Haus. Also hier haben wir noch die Pferde. Die habe ich alles selber geholt. Ah ja, ich habe einen Sattel noch geangelt. Ich gehe schnell noch. Hol den Sattel. Oh, falsche Richtung. Gut. Wir holen schnell den Sattel. Ja, im letzten Part bin ich ja hier hinten hingegangen zum Dorf und habe, also dieses Dorf hier, wo die Villager früher waren. Die sind leider so gut wie alle zu Zombie-Villager geworden und gestorben oder sonst irgendwie vermutlich in die Schlucht gefallen. Und hier haben wir noch zwei Lamas. Eines ist von mir und das andere hat Pausenbrot sehr wahrscheinlich. Gezähmt, muss ich sagen. Das war's Feuerkind, egal. Ihr müsst genau noch zwei Sattel haben. Na gut, ich nehme die mal mit. Beide. Ja, ich habe mir hier ein, sagen ich mal, externes Lager angefangen. Ja. Tut mir leid, dass die anderen nicht dabei sind. Aber dafür kann ich euch eher erklären. Und es ruckelt nicht, stürzt auch nicht ab. Weil, eines ist... Und zwar, wenn ich online spiele, egal wie ich spiele, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mal die Konsole sich auffängt oder sonst was, dass ich aus dem Internet falle, sehr hoch. Früher habe ich überhaupt nie online gespielt. Also jahrelang habe ich überhaupt nicht online gespielt. So. Jetzt können wir nämlich dem doch etwas... Die Leine wegnehmen. Ja, wieso sind sie hier? Also, wir gehen jetzt einfach mal weiter.
zum nächsten Haus, und zwar Feuerkinds Haus. Hier hat es mal ein Schild gegeben mit Blind, Huhn, Weg, irgendetwas. Habe ich selber hingeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was er hier gebaut hat. Ja, ein bisschen merkwürdig. Ah, er hat sich hier ein... Okay, Rüstung. Wow. Also, ich muss ehrlich gestehen, Feuerkind. Ich glaube nicht, dass jemand so viel Öfen braucht. In Minecraft. Auf der PlayStation 3. Okay, er hat hier auch noch mehrere Bögen. Tut mir leid, ich klaue hier ein paar Mal. Und zwar werde ich die zurücklegen. Hat kurz. Papagei Köder. Köder, Glück des Meeres. Okay. Wie habe ich... Genau, das war das Feuerkindshaus. Naja, hat hier mal mehr gebaut gehabt oder etwas anderes gebaut, ein bisschen. Ich habe hier mit, was war es, Diorit und Andesit angefangen, sein Haus zu bauen. Hab ihm gesagt, hey, jetzt habe ich ein Haus, gibt es ein Haus für dich? Genau. Und mein Haus hat ja auch ein bisschen anders ausgesehen. Ich habe hier noch ein paar Dinge hingetan und auch absichtlich das so in dem Spiel gelassen, wie es jetzt hier so aussieht. Und zwar gibt es da nicht überall diese Stufen. Das ist Absicht. Problem ist jetzt hier auch, weil es aus Holz ist, wenn ein Blitz anschlägt, könnte es brennen. So, hier haben wir noch ein anderes Haus, der hat sogar was hingemacht. Google Fisch alle. Schade. Soll das heißen, Kugelfischhalle? Ja, Danny. Das ist Dannys Haus, auch wenn das Mystico gebaut hat. Genau, wir sehen uns hier einfach mal um. Das wollte ich eben auch mit euch machen. Ah, hier hat er von so vielen Öfen geredet. Danny, ich sag dir nur eins. Es bringt nichts, wenn du hier nur zwei Blöcke hineintust und hier auch. Weil, wenn du acht hast. Also eine Kohle. Für eine Kohle brauchst du. Nein, für acht Erz brauchst du eine Kohle. Das ist natürlich gut. Hier ein komischer. Oh, Aussicht. Ich dachte, ich habe das Fenster zuerst nicht gesehen. Okay, dann schauen wir uns mal an, was hier denn steht. Stein. Okay. Leere Truhe. Gut. Ja. Keine Angst, ich werde hier nichts klauen. Ja. So, jetzt gehen wir zu Pausenbrot aus. Er hat hier immer noch... Oh, ich nehme den Bogen auch mit. Bitte dann einfach bei allen einen Bogen in die Kiste tun. Und zwar hat er hier Lunchbox alle. Pausenbrot, ja, genau. Ich habe hier ein Teil von seinem Haus eigentlich fertig gebaut, also woran sein Gerüst und so, das hier nicht. Eine Frage hätte ich, Pausenbrot. Magst du Schachspiele, weil der Boden so aus... Oh, hier verzauberte Bücher. Widerfall, Stärke 1, Feuer, Natur, Fluch. Nemesis der Gliederwüste. Okay. Wir schauen uns einfach das an. Keine Angst. So. Und zwar sollte der hier Neax 25 heißen. Ja, heißt jetzt einfach Neax 2. Ist ein Huhn, wo ich ihm gegeben habe. Beziehungsweise habe ich ein Ei bekommen irgendwo. Ich weiß gar nicht, das sieht man eventuell beim LP noch. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Parts es bisher schon sind. Ich habe jetzt bisher nur zwei machen können. Daher, ja. So, wir sind bei 17 Minuten. Ich möchte nicht zu lange machen. Hier, Frittenfett. Alle. Und das ist Mystikos Haus. Genau. Hier gibt es, wie ihr ja schon längst gesehen habt, dieses Nether-Portal.
würde schon Enderportal sagen. Hier gibt es Getränke. Hier steht eigentlich alles angeschrieben. Obwohl ich immer wieder mal alles suche. Okay. Dann noch Folgendes. Und zwar, das habt ihr ja auch schon gesehen. Hier will er einfach von jeder Art eine Rüstung haben. Also Rüstungsständer. Sein Bett. Da unten nicht mehr im Bett. Hier einfach jedes Schwert. Diamantenschwert fehlt noch. Je nach, wie soll man sagen, wertvoll. Weil Gold bringt einem nicht allzu viel. Hier oben sollte die Truhe sein mit Steinen. Und ja, das ist sein Haus. Sieht wunderschön aus, oder? Reimt sich auch. Gut. Jetzt noch Folgendes. Und zwar, wie soll ich den Part eigentlich machen? Wir können hier besser alles anschauen. Oh, die Kakteen sind da oben. So, ich habe noch kurz meine Angel und die wertvollen Dinge versorgt, die Leine so. Genau. So, hier war mal ein Lavasee, den. Eine Frage. Okay, ich lasse den hier, okay. Eine Frage hätte ich trotzdem. Und zwar, Mystico, hast du den hier hingetan? Das werde ich dann fragen. Ich muss es mir merken. So, und zwar, hier haben wir die Dorfbewohner. Ja, die Villager. Also, mal hier durch. Und hier müssen wir zwar alles zulassen. Dann schauen wir uns mal an, was die handeln. Okay, 20 Kohlen. Hier braucht man sich. Oh, eine Haltbarkeit. Eisenschaufel. Ist jetzt nicht so der Burner. Hier will er Eisen. Nee, das ist zu teuer. Nur mit Effizienz 1 ist ein bisschen ja, lame. Haltbarkeit 2. Okay, das ist schon ein bisschen besser. Also, ich würde jetzt sagen, Diamantspitzhacke. Okay, würde ich kaufen. Der Wilferer, das Fleisch, das ist leider mir zu teuer, weil er möchte 36. Wir haben bei den Iglus solche, die. Nein, er möchte 38. Bei den Iglus haben wir solche, die 36 möchten. Daher, die sind günstiger und für mich besser. Man muss dafür etwas weitergeben. Okay, Gold. Okay, man bekommt Redstone. Ist, ja, je nachdem. Ich würde sagen, ist ein bisschen teuer. Weil er gibt nur zwei. Ich kenne solche, die vier geben. Ein Lapis. Okay, eins gegen eins ist immer teuer. Aber wenn man kein Lapis mehr hätte, wäre das eine Möglichkeit, weil wenn man hier, sagen wir, sehr viel verrottetes Fleisch hat und irgendwie ein Monster-Spawner, ein Zombie-Spawner findet, dann wäre das okay. Hier, das ist klar, dass das teuer ist. Das finde ich geht noch. Die sind immer überteuert. Dann eher 24 Kohle finde ich teuer. 5 Smaragde, das ja, das ist ein normales Angebot. Das finde ich wiederum teuer. Das ist ja sehr teuer. Diamanten, das ist immer zu teuer, weil ja. Okay, und das hier, ich würde mal sagen, das finde ich dann wieder akzeptabel, weil ja, eine Diamantrüstung, ich meine, man zahlt für die schon einiges und dann, dass man genau das bekommt, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat viele Smaragde, dann könnte man das gut machen. Das hier ist klar, dass das teuer ist, beziehungsweise ist es eigentlich noch günstig. Ja. Und liebe Leute, immer hier die Tore schließen. Und zwar ist es folgendes gedacht, dass man hier ansteht und so eine aufmacht. Und wieso gibt es den Bereich? Ganz einfach, wenn du einen Villager-Zombie findest, also einer von uns,
kann den dann hier nach unten lotsen. Er wirft ihm einen Schwächetrank an, gibt ihm einen Goldapfel. Ja, dann wird er nämlich auch wieder zum Villager. Also wieder, ja doch. Ich werde ja vom Zombie-Villager zum. So, ich habe da einen Creeper gesehen. Und ich sage gerne Creeper. Also falls im Let's Play ich einmal Creeper gesagt habe, tut mir leid. Das ist einfach irgendetwas, was ich mir angewohnt habe. Auch wenn ich gar nicht weiß, wieso. So, wir möchten kurz zum Monster-Dropper gehen. Nur ein Block. Okay. Ja, ich hoffe, der Spawner funktioniert hier. Und, genau, und ich bleibe hier kurz mal stehen, drücke auf Pause und bin kurz weg und wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Ja. Und zwar habe ich ja das schon erklärt hier. Das geht folgendermaßen. Hier kommen die Skelette nach unten. Aber ich bin hier eigentlich, weil es gibt hier einige Bögen, die wir kombinieren können. Ja, das ist ein bisschen jetzt komisch. Oh, so, mache ich hier kurz. Der Pfeil kommt hier hinein. So. Und zwar folgendes. Irgendwie kommen hier keine... Ah doch, jetzt kommen. Ah. Werde ich... Nein, nicht select. Und zwar auf Einstellungen. Steuerung. War das? Oder? Nee. Einstellungen. Benutzeroberfläche. Klassisches Crafting. So. Ah, man kann nur immer zwei kombinieren. Okay. Und zwar hat mir Feuerkind. Nee, nicht Feuerkind. Pausenbrot gesagt, dass man die seit dem neuesten Update hier gratis kombinieren kann, wenn man das Standard, also klassische Crafting, hat. Und deswegen mache ich das jetzt. Er wollte das eigentlich in Part 2, hat er. Ich ihn gefragt. Ich glaube, er hat es auch gemacht. Ich weiß es natürlich gar nicht, weil ihr wisst ja, Minecraft ist bei mir dort abgestürzt und deswegen kann ich, weiß ich nicht, ob er es getan hat. Ich vermute eben schon. So, und darum mache ich jetzt eigentlich das mit euch und ja. Dann seht ihr das auch. Und ich wusste es selber nicht, dass man die gratis kombinieren kann. Natürlich, wenn jetzt einer verzaubert ist, geht die Verzauberung weg. Das müsst ihr beachten. Genau. Aber vermutlich kann man das jetzt auch mit den Spitzhacken und so kombinieren. Ja, ich habe angestellt, dass alle halb Stunde, das ist ja von Minecraft, selber automatisch angestellt, alle halb Stunde Spiel gespeichert wird, was eigentlich auch sehr, sehr gut ist, weil wenn ich jetzt immer manuell speichern hätte müssen, dann hätten wir jetzt, naja, von vorne an beginnen können. Und wenn ich schon von vorne beginnen sage, dann haben wir jetzt Folgendes noch zu sagen, und zwar wieso haben wir, oder habe ich jetzt den Part so begonnen, dass ihr irgendwelche Häuser schon seht, oder Orte, und wir schon so weit sind, ganz einfach. Ich habe zuerst mit den Leuten zusammengespielt, wollte dann aufnehmen, aber gemerkt, hey, da gibt es ein paar Probleme und so. Ich versuche zuerst mal die Leute auch kennenzulernen und es gab auch das Problem, dass sie gegeneinander ein bisschen Krieg geführt haben, ein bisschen einander geärgert haben und darum habe ich dann auch irgendwann ausgeschaltet, dass man sich, also
Mitspieler nicht gegeneinander kämpfen können. Es war aber sehr gut, ich konnte so die Leute kennenlernen, wer wie tickt, würde ich mal sagen. Und das macht eben schon viel aus. Ja. So, wir nehmen jetzt die anderen Bögen hier auch noch. Ja, ich habe auf mein Schwert Verbrennung und Plünderung. Also, wir können es nochmal anschauen. Da. Verbrennung 2, Plünderung 3. Plünderung 3 nützt natürlich sehr viel. Wir bekommen hier zum Beispiel sehr, sehr schnell Knochen und so. Was wir natürlich nur nicht unbedingt brauchen. Aber auch Pfeile, ja. Der Vorteil ist, wenn wir hier noch Rüstung bekommen, weil ab und zu droppen sie auch Rüstung. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, bei Plünderung ist dann ein bisschen auch höher, dass wir diese bekommen können. Wieso hier ein Trau... Traub. Nee. Braustand ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Oh, hier sind noch mehr abgebaut worden. Okay, dann machen wir das so. Oh, wir haben ja noch ein Haus vergessen. Mir aufgefallen. Und zwar dieses Haus hier. Dieses Haus ist, wie gesagt, von Energy. Ich bin ja hier herumgeflogen, geflogen. Da steht auch der Name und Kinderhörnchenstraße 385. Hier ist seine Schlafecke. Ja, hier hat er gerne irgendwie. So, hier gibt es eine Toilette. Ja. Sehr gut gemacht. Und hier unten sieht man halt noch seine Sachen. Wer tut eine Leine hier in einen Ofen hinein? Ja, er hat am meisten Wölfe und so. Gut, ich gebe dir die Leine, Mist. An eins. Ja, genau, wir schauen uns kurz noch seine Truhen an. Oh, hier hat er einen Bogen. Okay. Ich hätte dir gerne einen reparierten Bogen gegeben. Ich werde nachher auch noch, ja, hier hinten hat noch ein Huhn. Ich werde nachher auch wieder das klassische, ausschalten, weil ich finde das von der PlayStation 3, die Variante eigentlich viel besser. So, ich klaue hier mal ein bisschen Zuckerrohr. Wir gehen jetzt, bevor wir etwas anderes noch machen, hier in den Canyon. Und zwar, hier gibt es einfach einen leeren Raum, habe ich mal eine Kiste hingestellt. Wir waren ja hier unten schon. Was zu sagen ist, auf der rechten Seite hier gibt es einfach eine Höhle. Da kann man noch vieles erkunden. Gut, das meiste ist ausgeleuchtet. Es gibt einfach sehr wahrscheinlich noch Kohle, um abzubauen. Hier geht es dann weiter Richtung Canyon. Und wenn man einfach geradeauf läuft, ist hier die Brücke, die ich mal gebaut habe. Das haben wir hier schon gesehen. Da bin ich noch hingegangen, habe gebaut. Wenn wir hier noch weitergehen... Oh, hier hat noch jemand ein bisschen mehr abgebaut. Hier weitergehen, kommen wir einfach noch zum nächsten Canyon. Da habe ich auch einfach noch weitergebaut. Hier noch ein bisschen Treppen gemacht und so weiter. Hier bin ich dann irgendwann stehen geblieben. So. Ja, und hier nach unten habe ich eine Treppe gemacht. Also am Anfang habe ich einfach nach unten gebaut. Hier hat es einen Gang mal gegeben mit ein bisschen Rohstoffe. Das haben wir schon längst abgebaut. Hier kann man noch nach oben ein bisschen. Geh nach oben. Ja, ich habe das automatisch Springen nicht drin. Hier könnte man Kies abbauen und Kohle. Das ist natürlich der erste Canyon, den wir hier haben. Hier haben wir so gut wie alles schon das Lava, sagen wir, stillgelegt. Ja, es gibt hier noch ein Ort. Ein Slimeball liegt hier einfach so in der Gegend rum. Oh, das kenne ich gar noch nicht. Und hier könnte man natürlich weitergehen.
Wir haben aber noch Folgendes gemacht, also ich und Mystico. Wenn es da nicht jemand so gebaut hätte. Nee. Hier haben wir einen Gang gebaut und zwar hier gibt es keine Fackeln, also hier ist einfach dunkel. Man sieht schon gar nichts mehr. Okay. Und auf einmal kommt hier ein Skelett entgegen. Oh, Level 10. Genau, hier. Oh. Wieso gibt es hier eigentlich noch Monster? Die so schlecht ausgeleuchtet. Hier gibt es noch alles Mögliche. Oh ja, genau. Du teilst dich ja noch auf. Mache ich immer so 40 Minuten Part? Ja, hier gibt es noch Höhle und alles Mögliche. So. Genau, das war es eigentlich schon an der Stelle. Und ich habe den Gang hier gebaut. Zwischen habe ich noch irgendwelche Rohstoffe gefunden. Leider keine Diamanten. Wie das gesehen, einfach so ein Spinnennetz, ohne dass das da ist. Einfach so den Effekt. So, jetzt schauen wir noch kurz Pausenbrot. Neueste, beste Erfindung an. Nee, Spaß. Und zwar das hier. Er hat hier ein Wasser. Nee, das hat Mystico gebaut. So wie die Brücke. Ah, das Haus hier hinten haben wir ja noch gar nicht angeschaut. Gut, hier, er hat Kakteen hingepflanzt. Ich bin so nett und. Gut, ich habe noch mehr. Tut mir leid. Eines ist jetzt weg. Wir tun mal so, als wäre es hier schon gewachsen. Einfach so, dass es so aussieht. Ja. Und das ist der beste Garten, den es gibt. Nee, Spaß beiseite. Gut. Ich sag nur eins. Der, wo das hier gebaut hat, und ich weiß, wer es ist, ich finde das jetzt, auch wenn du gerne herumläufst, doch nicht gut. Aus folgenden Gründen. Kannst du dir mal erklären. Und zwar ist das hier absichtlich so gebaut, dass hier kein Monster hinkommt. Ja. Also ich will nicht, dass wenn jetzt irgendwo ein Monster spawnt, hier auch um mein Haus herumlaufen kann. Darum muss man halt durch mein Haus. Und ich meine, schnell zwei Türen öffnen ist doch nicht nur so eine Sache, oder? Findet ihr das jetzt kompliziert? Also ich nicht. So. Ja, was ist hier? Hier halt noch wild sind Fackeln. Ja. Genau. Da ist auch jemand hinein. Und liebe Leute, egal wer, wenn ihr die Türe bitte schließen könnt, wäre es sehr nett. Ja, und wie soll ich das so auf die Art und Weise sagen? Ich gehe davon aus, dass die meisten so hier auch mitgespielt haben, das Ganze anschauen. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Together. Und ich hoffe, die Leute werden auch wieder dabei sein. Also, tschüss.